Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Need for Speed. Wir wollen heute mal gucken, was alles so im Porsche steckt. Beziehungsweise letzte Folge haben wir den ja schon ganz schön bis ans Limit geschlagen mit irgendwie 381, 382 km/h. Mann, ein paar echte Schwergewichte sind in der Stadt. Mit einer Riesenkohle. Nein, danke. Klingt nach Ärger. Ja, Mann. Man weiß nie, wer dahinter steckt. Besonders bei diesen Outlaw-Typen, die die Straßen unsicher machen, könnte jeder sein, Mann. Auch unser neuer Freund hier. Oder Spikes Liebling Magnus. Hey, keine Witze darüber. Die falsche Person hört mit und wir sind alle geliefert. Alles klar, ich erzähle euch mal was über Magnus. Er ist nicht... Ja, ist gut. Wir haben das schon 1000 Mal gehört. Also, wer ist fürs Longhorn? Wer nicht? Komm, ich gebe dir einen Vorsprungsbike, damit du üben kannst. Leck mich. Was? Ach, warte, den könnten wir annehmen. Travis, komm schon. Du willst mir sagen, dass du nicht weißt, auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Rob. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Ach, komm zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da. Ruft uns einer an. Und? Drüber nachgedacht? Ich will ihn einfach nicht verletzen. Spielst du auf beiden Seiten, verletzt es beide und lässt dich schlecht aussehen. Ja, du hast recht. Ich gehe die Sache heute an. Hey, hab von der Party gehört. Ruft er mich wegen der Einladung an? Nein, du musst meine Wäsche aufhängen. lustig. Ist nur Spaß, Spikey. Und jetzt kommt ihr und Robin sofort hierher. Geht auch für dich, Anfänger. Verdammt, du bist gar kein Anfänger mehr, oder? Super, wir sehen uns dann alle. Ja, wir sehen uns, Robin. Ja, bis dann. Gut, okay. Robs und Spikey starten durch. Das wird eine tolle Nacht. Bis gleich. So, das ist schön. Ach, guck mal, wir haben so direkt eine Tankstelle in der Nähe. Fahr ich da mal eben hin, mach den Wagen wieder frisch. Ja, gerade eben habt ihr noch gesehen, was passiert, wenn man mich in die Frisbee anruft. Das geht ja gar nicht. Aber jetzt müssen die Polizisten noch loswerden. So, erst mal den Wagen wieder frisch machen. Hier kann man ihn reparieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Let's Play gesagt habe. Seht ihr jetzt, alle optischen Schäden sind weg. Hängen wir den noch kurz ab. Dann begeben wir uns auch zum Longboard. Sinn. Yo, hey Mann. Alles gut? Ich erzähl dir jetzt was über Magnus Walker, okay? Dieser Typ verliebt sich in seinen ersten Porsche, als er ungefähr 10 ist, weißt du? Und jetzt hat er diese Sammlung von Wahnsinns-Porsches mit ganz neuem Style. Ihm gehört sogar diese gottverdammte Brücke, ja. Stell dir das vor, Bro. Spike Bridge. Verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach, Mann, alles zu wissen über den Ort, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht.
Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fange gerade erst an, Bill. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. So. Jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Kümmer dich um ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Na gut, dann warte ich mal, bis die schicken, wo wir hin müssen. Dann gucken wir mal, ob der uns in dem Gefährt schlagen kann. Hey, Bro. Robin lobt dich in höchsten Tönen. Also los, lass die Driftmagie raus. Komm vorbei, wenn du kannst. Bis später, Mann. Driftmagie. Ich wollte mit dem jetzt eigentlich nicht driften. Egal, komm. Gucken wir mal. Wir haben ja theoretisch noch unseren Drift-Subaru. Aber schauen wir mal, wie das mit dem Porsche so geht. Okay, wir müssen in die Top 3 kommen. Ich denke, das kriegen wir hin. Was geht ab, seid ihr am Start? Hashtag Underground Drift Riot. Okay, den kriegt man auch mittlerweile irgendwie relativ ähnlich wie den Aventador zu zwei höheren Geschwindigkeiten. Und irgendwie nur manchmal und manchmal nicht. Keine Ahnung. Aber wir sind momentan erster, nice. Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Das ist irgendwie komisch. Manchmal kriegt man den so ähnlich in Drift wie den Aventador, manchmal nicht. Das setzt wahrscheinlich erst auf einer gewissen Geschwindigkeit an. Frage, diese Elaine hier, fährt die, ist das der Volvo, den es gibt für 7200, glaube ich? Der sieht so aus, oder? Also vom Style her wird der auf jeden Fall zum Volvo passen, auch so wie die Scheinwerfer sitzen und so. Wie die aussehen. Der wird schön, der wird schön. 17.000, nicht schlecht. So, jetzt kann ich nichts mehr machen. Gut, wer rastet, der rostet. Ja, schön, und wir sind Erster geworden. Hier jetzt raushaue, ist fast noch krasser. Ergebnis und Ziel, ja, nice. Ich finde dieses Orange bei dem Porsche irgendwie ganz cool. Mit den paar schwarzen Akzenten und
den Reifen. Ich finde, das sieht richtig nice aus. Deswegen habe ich das letzte Folge auch nicht geändert, falls ihr euch das gefragt habt. So, wir können jetzt mal gucken. Ein Sprintrennen und Zeitfahren. Ne, so. Was waren das? 22 Kontrollpunkte? Ja. Okay. Wobei es ist halt in den Bergen, da gibt es viele Kurven, deswegen unterschätzt man das schon mal. Schauen wir mal, ich würde vermuten, das ist auf jeden Fall machbar. Was ich jetzt gerade auf jeden Fall gemerkt habe, was mit dem Porsche extrem gut geht, ist irgendwo eine Kurve hochdriften oder so. Also hochdriften mit dem Subaru, das ging zwar letztes Mal auch noch, da hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, wo ich den Subaru mehr gefahren bin, da mussten wir auch noch so ein, ja, wie war das? Ja, ich weiß, wie es war, ich überlege, wie ich das ein bisschen beschreibe. So eine Art Straße mit so Kurven, so hochgedreht hat, auf eine Autobahn drauf fahren. Da war das mit dem Hochdriften, ging zwar teilweise, aber manchmal auch nicht so gut. Halt je nachdem, wie schnell wir da rauskamen. Und jetzt die Zeit haben wir ganz gut hinbekommen. Fast 50 Sekunden schneller als Zielvorgabe war. Auch ein nice Auto, was war das? Ach, das ist eine Dodge Viper. Ah, der macht einen Drift Contest. Schade. Das schon? Nein. Jetzt aber. So, was nehmen wir genau? Sprintrennen als nächstes.
Platz für den König. Okay, ich denke, das erste Bild sagt einfach alles über den Porsche. Oh ne. Das sagt alles über Reden und dabei Fahren. Aber egal, die holen wir uns wieder. Mir ist es ja rechtzeitig aufgefallen. Wir sind uns einigermaßen rechtzeitig. Die stören hier meine Ideallinie. Ey, geht mal aus dem Weg. Er überhaupt muss in den Drift mit der Aventador klappen, solange der nicht zu schnell ist. Also anders als ich vorhin dachte. Sonst scheint es mir gerade so. Den Spieler noch mitgenommen. Hier hätte ich ein bisschen mehr abbremsen können. Aber naja. Wirklich nach hinten geworfen hat uns das auch nicht. Ah. Egal, kriegen wir immerhin die Zerstörungspunkte. Schade, dass wir nicht sehen können, wie weit die anderen hinter uns sind. Das ist nämlich bestimmt eine ganz beachtliche Strecke. Wir würden sagen 300 Meter wahrscheinlich mindestens. Aber wahrscheinlich sogar eher mehr. 500 bis 800 oder so. Aber wie schön wir mit dem Innenrum driften können auch. Habt ihr es gesehen? Wir waren gerade ganz nah so an der Innenseite der Straße, wie hier jetzt auch. Wunderbar. Eineinhalbfache Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ich glaub's auch. Seine Lamborghini Hurricane. Den würde ich ganz in einem Rennen herausfordern. Was machen wir? Spontan Outrun? Nein, jetzt hat er angenommen, wo wir gegengefahren sind. Oh shit, es geht aber auch in die andere Richtung. Okay, wir haben verloren. Wir haben sowas von verloren. Ja. Mann, ist das. Aber ich verstehe es auch nicht. Wir gucken beide in dieselbe Richtung und das Spiel legt die Strecke einfach auf die andere Seite fest. Das ist ja scheiße, ich hätte vielleicht drauf geachtet, wenn ich da nicht gegen die Wand gefahren wäre. Ey, das gibt's doch nicht. Ist das der? Nee. Aber Hauptsache mit Aventador ist mir sowas zumindest noch nie bei einem Outrun-Rennen passiert. Ich hatte mal, das war das Sprintrennen, glaube ich. Da bin ich wogegen gefahren mit dem Aventador und der ist dann halt so.
Ja, wie das hier also ist, so quasi in Luft gegangen, also dagegen so explodiert. Aber ich hab's mit dem Aventador trotzdem noch geschafft, den Typen einzuholen. Einfach weil ich so sau viel Leistung im Aventador hatte. Ah, es war auch ein Sprintrennen, da ist die Strecke auch ein bisschen länger beim Outrun-Rennen. Ist das ja je nach Zeit, glaube ich, ein bisschen anders, aber meistens muss man so 250 Meter vom anderen weg sein. Und wenn man dann erstmal drehen muss, und so wie die Wagen hier sind, da ist 250 Meter jetzt nicht so viel. So, den wollte ich jetzt eben noch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch schon Outrun-Rennen, die waren nach ca. 10 Sekunden zu Ende. Einfach im Aventador und die meisten können halt nicht mithalten. Solange man keine Fehler macht, da wäre man natürlich so wie ich gerade. Aber wie gesagt, als ich gegen die Wand gefahren bin, wollte ich nur noch schnell davon weg und habe nicht mehr darauf geachtet, dass es eigentlich in die andere Richtung ist. Ja, jetzt habe ich uns vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Amy müssen wir nochmal anscheinend in der Garage treffen. Dann hier ist was im Diner. Bunker, okay, alle sind jetzt irgendwo. Ein Drift Train können wir noch, komm, machen wir den mal. Und dann gucken wir dann in der nächsten Folge, wen wir da überall alles treffen. Dann ist der Porsche eventuell nicht so die richtige Wahl, wenn wir bei denen bleiben müssen. Und wir müssen einfach mal zwischendurch ein bisschen mehr bremsen. Ich bin jetzt schon wieder vorne. Wäre der Subaru vielleicht die bessere Wahl? Der hat in Anführungszeichen nur 700 irgendwas PS. Das nochmal, aber ich wechsle mal auf den Subaru. Kann ich gleich mal gucken, ob wir bei dem eigentlich noch was verbessern können, weil ich glaube, der ist auch langsam ausgemaxt. Ah, hier müssen wir eh noch hin, stimmt. Für eng. Boah, wie die Wagen alle stehen, das sieht so geil aus. Hey, Mann. Amy ist da drüben, sie ist echt dankbar für das, was du für sie getan hast. Wie wir alle, komm. Hey, sieh mal, wer da ist. Hey, Mann. Hey, ich will dir was sagen.
Yo, du bist jetzt einer von uns. Mikasa, Tsukasa. Er sagt, wir sind die nächste Generation, Mann. Yeah! Ja! Kanpai! Kanpai! Yeah! Ha. Und Party zu Ende. So. Dann wähle ich mir den nochmal kurz aus. Guck mal hier, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Ah doch, ein bisschen was können wir noch rausholen. Sekunden. Alter, der ist jetzt auch echt krass. Ja, für die paar PS lohnt sich. Das nicht, aber das. Von 0 auf 160 ist dann 0,03 Sekunden länger. Ah, ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem. Hier ist von 0 auf 160 weniger. Aha. Hm, nee. Ich würde eigentlich bei den 2,26 Sekunden bleiben oder die noch runterkriegen. Kann nicht sein, dass sie die alle verschlechtern würden. Naja, wann sind wir jetzt durch, ne? Ah, guck mal. Hier können wir noch was rausholen. 2,19 Sekunden. Ja, war das nicht gerade eben alles noch? Ach, wahrscheinlich, weil das dann nochmal anders miteinander zusammenarbeitet, wenn man das so hat. Gucken wir nochmal durch. Da haben wir jetzt eh unzureichende Mittel, aber würde ich auch nicht machen. Wir haben jetzt 888 PS, das ist 373 km Spitze. Das ist auch leicht zu merken, das habe ich beim McLaren und beim Aventador auch. Und 2,19 Sekunden von 0 auf 100. Schneller als der McLaren, langsamer als der Aventador. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall das Monster nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Okay, das ist echt heftig. Weil wie viel hatte der am Anfang? So um die 200 PS, glaube ich, 233 oder so. Der geht auch richtig brutal. Gut, schauen wir nochmal. Hier war's. Wobei, der ist der Unterschied zum Porsche. Also klar, Porsche ist nochmal ein bisschen brutaler, aber der Unterschied so groß ist hier jetzt, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie ich hier das Nitro eingestellt habe auf Leistung oder so. Das hätte man nochmal nachgucken können. Naja. Achso, ich wollte ja nicht den Effekt drücken. So meinte ich das aber nicht. Aber der ist vom Fahrverhalten ja wieder extrem. Warte mal. So, ich mach nochmal eben Neustart. Der ist jetzt vom Fahrverhalten natürlich wieder komplett anders. Weil er bei jeder kleinsten Bewegung schon ausschlägt. Oh.
Als ob, das waren 16.000 Punkte? Was? Punkte in der ersten Kurve. LOL, jetzt haben wir wieder fast 16. Alter, wieder geht. Nee, wieder 11.000 für den Arsch, weil der uns reingefahren ist. Aber der schmeißt sich ja richtig in die Kurve. Da kriegt man natürlich auch mehr Punkte. Nein. Ach, schade. Ne, ich glaube, die kriegen wir nicht. Aber im nächsten Anlauf. Oder? Ah, ne, wir haben noch. Dann schauen wir mal, dann kriegen wir es vielleicht mal 20.000. So, das könnte ich jetzt in einer richtig schönen Kurve, könnte ich das schon kriegen. Ne, ja, nice. Und die 10.000 in den Sand gesetzt. Nein, 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 ich darf jetzt nicht den Anschluss verlieren. Verwenden mit dem, das ist eine Farce. Okay, 3.000, das sollten wir hinkriegen. Okay, wir haben's. Ich darf jetzt nur noch irgendwo gegenfahren, deswegen warte ich. Gut. Nice. Sehr schön. Können wir mit dem noch mal eben gucken, wie der jetzt von 0 auf 100 geht. Ich würde sagen, warum schaltet der nicht? Ja, das war ja blöd jetzt. Ja, es geht schon klar. Jetzt mit Nitro. Wir haben das Nitro mehr auf Dauer als auf Leistung. Wir konnten bis 230 komplett mit Nitro fahren. So, dann gucken wir, dass wir hier den Donut noch kriegen. So, sehr nice. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch für die Folge. Natürlich liken, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, um keine Folgen mehr zu verpassen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und tschüss.